Welcome back. There's some jobs ready for you. Hallo, guten Abend. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lange die ganze Geschichte hier dauert. Denn vorhin, als ich das Spiel mal probeweise gestartet habe, hat der viel länger zum Starten gebraucht. Vielleicht, weil er im Hintergrund erst Shaders zusammengestellt hat oder sonst irgendetwas in der Art. Ja, da sind wir mal wieder bei Phasmophobia. Mal wieder, wir schieben mal wieder einen Abend Phasmophobia ein, würde ich sagen. Und deshalb machen wir es auch. Ja, da sind wir wieder. Diese Vitrinen sind ziemlich leer. Das liegt daran, dass ich ziemlich viele dieser Trophäen hier nicht gemacht habe. Ein bisschen was habe ich gemacht. Ein bisschen was, aber ansonsten nicht so viel. Doch eines der wenigen Spiele, die ich tatsächlich mit Maus und Tastatur steuere. Die mit Maus und Tastatur steuere. Weil das einfach sinnvoller und besser ist für mich. Wir haben letzten Samstag Project Zero 4 fertig gespielt. Nach irgendwie, keine Ahnung, einer Handvoll Streams. 6, 7, irgendwie so. Direkt mit Dreh drum. Und ich habe noch nichts gefunden. Ich habe nicht so richtig dolle gesucht. Ich habe noch nichts gefunden, was jetzt den Platz einnimmt für mehrere Wochen von fast. Nein, von Fatal Frame 4. Ne? Und da ich das lange nicht mehr gemacht habe, machen wir mal ein bisschen. Hi T, guten Abend. Herzlich willkommen. Kleinen Moment, mal ganz kurz aus dem Stream raustappen. Ich hoffe, es kommt auch wieder rein. So, ja. Hi Kante, guten Abend. Wir machen heute, sagen wir mal, so ein bisschen gemütlichen Horror. Ne? So, in einer Art und Weise, wie wir es kennen. Einfach mal ein bisschen Geister erraten und erjagen und sowas, ne? So. Also. Gucken wir mal. Schließe Aufgaben ab in Tanglewoods, also hier wöchentliche Herausforderungen für extra Geld, ne? Herausforderungsmodus, das mache ich bestimmt nicht. Schieße drei Fernefotos und so weiter und so fort. Habe gerade die Diablo Beta durchgespielt auf Level 11 in 4 Stunden. Und was sagst du? Also offenbar ein bisschen länger gedauert. Normal ist 20 beim Endboss. Oh, okay. Und was sagt er? Waren zu dritt. Ach, cool. Ja, und? Was meinst du? Also deine Voraussage, wenn es kommt, dann geil oder so? Oder wenn es kommt, dann mal gucken. So, wir nehmen hier mal mehr oder minder alles mit. Ne? Und gucken mal, wir fangen mal ganz einfach mit Tanglewood an, würde ich sagen. Die kleinste Karte. Und zwar Profi. Bin etwas zwiegespalten, sagst du. Okay. Aber das klingt ja zumindest nicht nach bin voll enttäuscht, sondern naja, so nach mal gucken, ne? Also, ganz kurz hier, denn Schwierigkeitsgrad Profi, das klingt natürlich jetzt erstmal nach Profi, ne? Als wäre ich Profi, was natürlich Quatsch ist. Ich möchte aber ehrlich gesagt keinen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen, weil ich nicht gut damit zurechtkomme, wenn ich nicht alle Beweise kriege. Ne? Viele Dinge, die mir nicht passen. Halt schon cool als Koop-Spiel. Ich spiele ja sowas üblicherweise solo. Naja. Okay. Also ich werde es ja sehen. Wenn es rauskommt, werde ich es ausprobieren. Ich gucke mir vorher keinen Beta an und nichts und probiere es auch nicht vorher aus. Wenn es da ist, werde ich es spielen und wenn es mir gefällt, dann spiele ich es weiter und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse es sein. So einfach werde ich das handhaben. Ganz stumpf, ne? Aber neugierig bin ich schon.
Schon ziemlich neugierig. Ne? So, es ist übrigens ziemlich dunkel hier in meiner Bude. Das sieht man natürlich jetzt aufgrund vom virtuellen Greenscreen nicht so gut. Aber es ist wirklich ganz schön dunkel hier im Zimmer. Ja, obwohl das Bild von mir recht hell ist, aber das ist eigentlich eher blass als hell, sage ich mal. Ne? Und du hast Kena gespielt, habe ich gesehen, ja. Ja, Kena gefällt mir ziemlich gut, bis auf die Bosskämpfe, die finde ich ein bisschen, an einigen Stellen ein bisschen frustrierend, aber weil es einem irgendwie kein befriedigendes Gefühl gibt, finde ich. Ne? Also da gab es so ein, zwei Kämpfe, da war das Blöde, da muss man eigentlich die ganze Zeit rennen, 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 rennen und es fehlt nicht viel und im Hinterkopf bildet sich bei mir eine Benny Hill Musik. Ne? Verstehst du? Also man muss rennen, rennen, rennen und ich weiß nicht, wie man es sonst machen soll. Ne? Und auch noch Glück haben. Vielleicht. Ne? Hab das auf hart gespielt. Einige Stellen waren auch echt schwer. Ich spiele es auf normal und ich finde, die Kämpfe sind nicht trivial. Ne? Also das sind schon Kämpfe. Ne? Genau. Ja. Also am lästigsten finde ich diese Bosskämpfe, wo ständig neue kleine Gegner nachspawnen. Das ist sehr lästig. Naja, aber. Ne? Ja, richtig. Aber ich werde es weiterspielen. Das Spiel gefällt mir sehr gut an und für sich. Also das gesamte Rundum ist auch echt alles liebevoll gemacht und wirklich schön und so weiter. Aber bei manchen Kämpfen, also vorhin musste ich quasi, da bin ich auf einen Kampf getroffen. Es war noch nicht mal ein Bosskampf, aber es war ein nicht so leichter Kampf. Und dann dachte ich, jetzt muss ich erstmal, jetzt ist erstmal gut. Ne? So. Okay, also, ich würde mal sagen, wir versuchen mal herauszufinden, was hier los ist. Von wegen Schwierigkeitsgrad. Nochmal, also Profi klingt sehr, also Profi klingt ja total mächtig, sage ich mal. Aber das ist natürlich eher ein durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad. Profi ist der höchste reguläre Schwierigkeitsgrad, bei dem noch alle Beweise zu da sind und auch die Displays da sind, die einem die Sanity anzeigen und so. Ne? Weil wenn ich auf Nightmare spielen würde, dann wäre es so, dass eins von drei Beweismitteln versteckt wäre. Die müsste ich dann die Geister auf andere Weise ausschließen und das klappt bei mir nicht. Ne? Wir machen mal hier, wir legen mal los, würde ich sagen. Ne? Tanglewood. Mal sehen, ob wir den Geist herausfinden. Und ich versuche ja immer quasi auf. Versuche immer diesseits von. Ich versuche ja immer, diesseits von Jagden zu bleiben, sozusagen. Ne? So, hier. Und hier. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht gejagt werden, weil ich habe dann gerate ich erstens in Panik und zweitens weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Also reinkommen, großer Weg rechts rum, da ist das Ding jetzt hier, der Schalter. Gucken wir mal, ob wir rausfinden, was hier los ist. Licht ist aus, richtig? Ich höre schon was. Na. Wo ist denn der Dingens hier? Hab natürlich bereits den Weg verloren hier.
Ach, da, Mensch, genau gucken. Oh, da ist der Spiegel. Warte. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du nah? Oh, das ist ja eindeutig der, das ist eindeutig der Dingensraum hier. Der Geisterraum. Bist du hier? Wo bist du? Bist du nah? Wie alt bist du? Ich würde behaupten, keine Geisterbox. Und auf Gefriertemperaturen habe ich noch nicht so richtig geachtet. So. Sanity ist noch ziemlich gut. Ne? Hallo Snowstorm. Wir nehmen das mit. Und wir nehmen das mit. Geisterbuch. Snowstorm. Oh, hier ist aber echt Aktivität. Aber sowas von sehr aktiv. Aber echt viel hier. Ne? Fotoapparat, EMF. Und mal hier gucken hier. Und Dot, würde ich sagen, ne? Geisterorb. Ganz deutlich sogar. Ganz deutlich. Aber der Raum ist eindeutig richtig. Geisterorb. Überhaupt gar kein Zweifel. Ne? Sehr deutlich. So, EMF, sollen wir Beweise nehmen für das Übernatürliche haben? Okay. Mal ein Foto von dem Kameraden hier. Aber keine Fingerabdrücke. Was war das eben? Ganz kurz war was. Lass mal das Gerät mal hier. Das EMF. Fotoapparat auch. Kann neuen holen. Ist immer noch gut. Sanity ist immer noch gut. Das Buch geschrieben hat der Kumpel noch nicht. Wie es aussieht. Na? Okay. Ja, EMF haben wir gekriegt. Zeichne ein Geräusch mit einem Parabolmikrofon auf. Könnten wir eventuell auch hinkriegen. Und den Dots nehmen wir auch mal mit. Ne?
Mal so. Das war kein Parabolgeräusch sozusagen. Das war quasi ein Geisterevent sozusagen. Hat bestimmt einiges an Sanity gekostet. Ja, kann man wohl sagen. Ne? Gucken wir mal einen Moment, ob wir da was sehen in dem Dot-Simulator. Das Blöde am Dots. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Gefriertemperaturen habe ich nicht gesehen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so sehr genau geguckt. Der Stift liegt da noch auf dem Buch. Das heißt, er hat das wohl nicht gemacht. Könnten denn Fingerabdrücke sein? Könnte Buch sein, ja. Gefriertemperaturen könnten sein. EMF, es könnte alles sein. Müssen wir irgendwas. Das war. Das war aktiv, der Kumpel, wa? Juraj Banshee. Okay. Also Fingerabdrücke müssten wir machen oder das Buch oder Gefriertemperaturen. Die Gefriertemperaturen können wir eventuell ausschließen. Nehmen wir mal hier so Dinge mit hier. Und von mir aus Salz. Können wir Salz noch streuen und vielleicht eventuell Fußabdruckfotos kriegen. Können wir sogar ausschalten hier. Oder ausschalten. Aha, Fußabdrücke. Wir haben Fußabdrücke. Aber keine Handabdrücke. Gib uns ein Zeichen. Ich kann das natürlich noch wieder anmachen hier. Warte. Das sind ganz schön viele Fußabdrücke. Können wir noch ein Foto von machen? Warte. Na, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Naja, gut. Naja, gut. Fußabdrücke ungleich Handabdrücke. Gib uns ein Zeichen. Das war ein Zeichen. Gut. Fußabdrücke ungleich Handabdrücke. Gehen wir noch mal kurz eine schnuckelige Pille nehmen. Noch gar nicht nötig, sehe ich gerade. Ah, sag mal, der Stift liegt gar nicht mehr auf dem Buch. Dann würde ich mal behaupten, dass der ins Buch geschrieben hat. Wenn es so wäre, wäre es ein Say. Mal gucken. Ach, ein paranormales Geräusch haben wir auch aufgezeichnet, wie es aussieht. Schauen wir mal, ob es stimmt.
Es stimmt nicht, ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Okay. Haben wir Gefriertemperaturen? Ist das denn immer noch der richtige Raum hier? Oder hat er eventuell den Raum gewechselt? Das passiert wohl auch manchmal. 5. 6. 5. Es ist der richtige Raum. 1. 4. Keine Gefriertemperaturen. Okay. Geisterbuch. Fingerabdrücke. EMF 5. Alles theoretisch noch möglich. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich muss ja noch einen neuen Fotoapparat holen. Für den Fall, dass ich hier irgendwelche coolen Sachen aufnehmen kann. Machen wir es mal eben. Völlig inaktiv, der Kumpel. Temperatur kann mal weg, würde ich sagen. Hätte ich drin lassen sollen. Wäre schon besser gewesen. Auf dem Foto sieht man es echt nicht gut. Na, ob der Stift noch auf dem Buch liegt. Ja, na okay. Na okay. Ich habe noch genug Sanity, also gehe ich mal von aus. Immer noch nicht ins Buch geschrieben. Gib uns ein Zeichen. Ich hätte das Thermometer mitnehmen sollen. Na, da zeigt sich die Ungeübtheit hier. Ich kann noch mal gucken, ob der wirklich nicht auf die Geisterbox spricht. Wo bist du? Bist du hier? Ah! Er ist hier. Wo bist du? Bist du nah? Wie alt bist du? Okay. Okay. Okay, wir haben ein Foto vom Geist. Wie schön. Aber es ist keine Jagd, sondern nur ein Event. Sonst wäre die Tür zu. Und er wäre womöglich auch auf mich zugekommen, ne? Beweise. Nein, Fotos. Und Dreistufe Geist. Drei Stufe Foto vom Geist. Okay, das hat aber ganz schön Sanity gekostet. Ne? Ah, komisch, dass man es jetzt wieder so deutlich sieht, den Stift, ne? Weil das Licht aus ist, womöglich. Also, Gefriertemperaturen eindeutig raus. Geisterbox eindeutig raus. Wenn es ein Buch wäre, wäre es ein Say. Fingerabdrücke wäre es ein Banshee und EMF5 wäre es Raiju. Also, dummerweise sind das alles Sachen. Sind das alles Sachen, wo man nicht so ganz genau sich darauf verlassen kann, dass man die auch sofort reproduzieren kann, ne? Also das ins Buch schreiben, das passiert vielleicht.
wenn der Geist da irgendwie Lust drauf hat. Und wenn nicht, dann lässt das. Na? Und was war das andere? Fingerabdrücke sind auch nicht so häufig und EMF5 mal auch immer erstmal haben, ne? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Komm. Mach was. Gib uns ein Zeichen. Gleich. Jumpscare. Momentan ist er ruhig. Ah. Hat er was mit dem Licht? Gib uns ein Zeichen. Ich brauche einen dieser Beweise, oder ich muss wenigstens einen ausschließen können. Ich, naja, das ist der Spiegel da, ne? So die Profis, das sehe ich immer, wenn ich dazu gucke. Die machen da natürlich dann, die legen es dann auf eine Jagd an. Na, die. Wow. EMF4. Es kommen immer noch Updates raus, oh ja. Und zwar gerade jetzt, also jetzt aktuell, die ganze Zeit. Ja. Toll. Habe ich das aufgenommen? Korrekt, weiß ich nicht. EMF2. Okay, ich nehme mal wieder eine schnuckelige Pille. Okay. Okay. Würde er mich jagen? Würde er mich jagen? Ja, ist gut. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Also es kommen viele Updates. Na, jetzt wird wohl gerade auch an einem neuen Leveling-System gearbeitet und auch an Updates für die Geräte, also für die Ausrüstung und so weiter. So, pass auf. Ich lasse das mal hier und nehme das dafür mit. Ich hätte es jetzt da drin liegen lassen sollen, ich weiß, ich vergesse das immer wieder. Die Sachen da liegen zu lassen, also an Ort und Stelle liegen zu lassen. Bleibt die immer wieder draußen. Stell dann fest, draußen ergibt das keinen Sinn. Ne? Mathe. Gib uns ein Zeichen. Der macht, der gibt mir keine, nicht die dritte Information. Ne? Ich brauche entweder Buch oder Fingerabdruck oder MF5. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Schreib ins Buch. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich nicht. Die Aufforderung wird doch. Ich glaube, die hat überhaupt keinen Sinn. Kann natürlich gucken, ob ich irgendwo auch noch den Knochen. Warte, hat sich da gerade was bewegt?
EMF2. Warte. EMF5, da war es ganz kurz. Da war es ganz kurz. Alles klar. Ich bin dann mal weg, würde ich sagen. EMF5, mach's gut, Raiju. Ciao. Raichu, jawohl, wir haben es. Hey, mehrere Level. 160 ist überhaupt nicht viel. Das ist sogar wirklich wenig. So, dann gehen wir doch mal an die nächstgrößte, das nächstgrößere. Nehmen wir das nächst kleinere hier. Ne? Willow Street House. Das ganze Zeug ist drin. Gut. Also. Gucken, was da los ist. Mindestens einmal ins Gefängnis oder in eine, oder in. So müssen wir noch gehen. Also eine größere Karte. Werde Zeuge eines Geisterereignisses, das kommt mehr oder minder von selbst. Räucherstäbchen, habe ich denn überhaupt welche? Oh, das Spiel hält kurz an. Das ist wohl. Ich habe sogar Räucherstäbchen, kaum zu glauben. Zack und zack. Ja. Justin Manson. Und der Schalter ist reinkommen und links rum. Schauen wir mal. Glaube, es gab auch mal irgendwie früher war es wohl so. Ich habe schon irgendwie was gehört. Früher war es wohl so, dass die Türen immer alle standardmäßig geschlossen waren. Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du nah? Also, dass das Ding meine Stimme registriert, das kann man sehen. Daran, dass, na, hier, wenn ich sage, bist du hier, da erscheint ein Kreuz quasi auf dem Display. Das heißt so viel wie keine Antwort. Aber dass ich was gesagt habe oder dass ich eine Frage gestellt habe, registriert das Ding schon. Na? Grad 9, gerade ganz kurz. Ganz kurz eine niedrige Temperatur gehabt hier. Hier an der Stelle hier irgendwie 9, 14. Zehn, 9. 7. Bist du hier? Ich würde mal sagen,
Das ist der Geisterraum hier. Bist du hier? Bist du hier? Bist du nah? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich würde sagen, das ist der Geisterraum. Und der Kumpel spricht nicht auf die Box. So scheint es mir. Sanity sieht okay aus. Nun denn. Dann machen wir das mal so. Ich habe mal in einem Video gesehen, einen kleinen Tipp sozusagen. Es ist wohl so, dass Geister das Buch manchmal durch die Gegend werfen. Dieses Schreibbuch, ne? Und wenn sie das tun, bevor sie reingeschrieben haben, dann sind sie eindeutig keine Geister, die ins Buch schreiben. Aber sie können das Buch auch durch die Gegend werfen, nachdem sie reingeworfen haben. Der Tipp, oh, ich habe gerade gesehen. Hier, Dots-Projektor. Der Tipp, den ich gehört habe, war, legt das Buch an eine Stelle, sozusagen, wo man hinterher genau sieht, ob es bewegt wurde oder nicht. Und Geisterorb gibt es ebenfalls. Deutlich. Na? Das Ding kann wieder aus. Oh. Oh. EMF 4. Mhm. Aktives Bürschchen hier, was? EMF 4. Ich habe leider keinen Fotoapparat dabei, weil ich schlau bin. Ja. Und ich werfe die Taschenlampe weg, weil ich schlau bin. Ha. Bisschen lernfähig bin ich doch. Also bis jetzt kein EMF5. Und ins Buch geschrieben hat der Kumpel auch nicht, sonst würde der Stift da wahrscheinlich nicht da drauf liegen. Na? Zeuge eines Geisterereignisses haben wir noch nicht gemacht. Oh, wie konnte ich eigentlich diesen riesengroßen Knochen hier übersehen? Hm? Was ist denn mit mir los? Das gibt schon mal einen Punkt. Wo ist das EMF-Dingen? Da. Gib uns ein Zeichen. Pass auf, machen wir die Tür mal zu. Dann hat er nämlich die Gelegenheit, die Tür aufzumachen. Schreib ins Buch, gib uns ein Zeichen, zeige dich. So,
Mein Arbeitskollege hat auch solche Geräte. Der geht auf viele Lost Places. Er will mich auch mal mitnehmen, ehrlich. Also, quasi in Wirklichkeit glaube ich kein Stück an Geister. Na, also, ich glaube natürlich schon daran. Also, es ist natürlich so, na klar, sind solche Lost Places unheimlich. Na, aber in Wirklichkeit glaube ich nicht mal die Bohne an irgendwelche Dinge. Aber hier ist natürlich echt spannend, ne? Im Spiel. Weil hier im Spiel kann es ja passieren. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß und viel Glück dabei, ne? Vor allem eine abenteuerliche Zeit. Ist der noch hier? Der Geist? Also ist hier noch immer noch der Geisterraum? Frage ich mich gerade. 8 Grad, 5 Grad. Ja, ich würde sagen, ja. 5 Grad. 6 Grad. Wo ist das Fotoapparat? Da. Ist nicht der Fotoapparat. Da ist der Fotoapparat. Das EMF wollte ich wieder aufnehmen. Gib uns ein Zeichen. EMF4. Nein, 3, nicht 4. Gib uns ein Zeichen. Ich könnte mich natürlich auf die Suche nach dem Dingens machen, nach dem verfluchten Gegenstand. Das ist ja entweder der Spiegel oder die Spieluhr oder der Beschwörungskreis. Was haben sie noch? Diese neue Affenklaue, diese Monkey Paw. Was haben sie noch? Die Tarotkarten. Und noch irgendeine fünfte Sache, noch eine weitere. Weiß nicht mehr welche. Ich werde nochmal probieren, ob er vielleicht jetzt in Sprechlaune ist. Bist du hier? Wo bist du? Bist du nah? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich glaube, man kann eindeutig sagen, nein. Pass auf. Keine Geisterbox, keine Gefriertemperaturen. Gab es einen Geisterorb? Ich glaube, oder? Warte. Kein Geisterorb. Doch. Doch, oder? Nee, das ist was anderes. Kein Geisterorb. Miese Beleuchtung hier, ne? Wie gesagt, ich spiele das natürlich jetzt hier für viele auf langweilige Art, denke ich. Viele wollen vielleicht eher sehen, wie die Jagden hier sind, wie sich die Leute verstecken, wie sie entkommen, wie sie ihre Schlüsse daraus ziehen, wie schnell die Geister sich bewegen und solche Sachen. Aber das kriege ich nicht hin, ne? Ich spiele es eher auf die rätsellastige Art, ne? Wie sieht es hier aus? Ja. Also, kein Geisterorb. Dann. Das kann kein Goryeo sein.
dann ist das falsch. Ein Goryeo zeigt sich nur in der Kamera, in den Dots-Projektor. Es sei denn, das haben sie geändert. Dann ist irgendwas davon nicht korrekt, von meiner Annahme hier. Dann stimmt da irgendeine Sache nicht. Okay, pass auf. Noch ein Fotoapparat. Na, das gucke ich noch mal ganz genau. Geister. Goryeo. Ja, zeigt sich nur in der Kamera. Vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Ja, Schwächen. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Aber ich habe gesehen, wie hier ein Geist durch den Dotz gelaufen ist. Das habe ich mit blankem Auge gesehen. Na? Gucken wir nochmal. Ne? Und ich muss gleich nochmal gucken, ob der Raum wirklich noch derselbe ist. Vielleicht sollte ich dann eher in der Mitte des Raumes liegen. Weil hin und wieder können die Geister ja auch den Raum ändern. Hin und wieder mal. Auf Profi. Na. Oh. Hat sich das Buch gerade bewegt? Ja. Hat es. Es ist auf jeden Fall ein schreibender Geist, sag ich mal, ne? Geisterbuch. Es ist ein Say. Dots-Projektor und Geisterbuch. Eine Box. Wie gesagt, da war nichts. Ein Orb könnte sein sogar. Dann habe ich den wahrscheinlich übersehen. Fingerabdrücke könnten nicht sein. EMF könnte nicht sein. Wenn das stimmt. Geisterbox habe ich doch bestimmt 10-mal reingesprochen und keine Reaktion gekriegt. Na? Der Raum stimmt. Hier. Der Raum stimmt. Aber keine Gefriertemperaturen. Das stimmt alles. Komm, wir können noch einmal den Geisterbereich mit Kräuter. Mit Kräuter? Mit Räucherstäbchen reinigen. Bereich in der Nähe des Geistes, ne? Also dadurch ist auch gerade noch mal bestätigt worden, dass es auch wirklich derjenige ist, ne? Haben wir noch ein Foto drauf? War da noch was? Nein, da war nichts. Es war nur geraten. Okay, wir verschwinden. Wir haben ein Foto von dem Knochen. Wir haben eine der Nebenaufgaben gemacht. Das müsste es gewesen sein. Jawohl. Ein Say. Sehr gut.
140. Ist nicht so dramatisch viel, aber sehr schön. Hier. Was haben wir hier noch? Camp Woodwind. Also draußen, ne? Machen wir auch noch, aber jetzt machen wir erstmal das hier, das Farmhaus. Schon ein bisschen größer, wird das unter Umständen das Suchen nach dem Geist ein bisschen dauern. Treppe hoch. Rechts lang ist der Schalter. Okay, Kerze ausblasen sollen wir dafür sorgen. EMF. Okay. Okay. Lampe. Und das Ding ist für normale große, Orte mein Standard, ne? Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Bist du hier? Bist du nah? Wie alt bist du? Wo bist du? Also, ich könnte nicht in einem Haus leben, was so. Habe ich den Raum schon gefunden hier? 7 Grad. Naja, wir haben ja gerade erst den Strom angemacht. Es dauert einen kleinen Moment, bis das sich hier so ein bisschen regelt, glaube ich. 5 Grad. 5 Grad. Ich glaube, wir haben schon den Raum gefunden. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Lalalala. Ich wollte mal irgendwas sagen, um zu gucken, ob da vielleicht nur Reaktion kommt auf irgendwelche Geräusche im Mikro. Offenbar nicht. Wo bist du? Bist du hier? Okay, wie alt bist du? Ich lass es mal hier liegen. Das Thermometer auch. 9, 8, 12, 10, 11, 7, 8. Also ich vermute, dass das der Raum ist. Vermute es. Sicher bin ich nicht, aber ich vermute es. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, warte mal eben. Hier. Hier ist der Raum. Hier ist Gefriertemperatur. Okay. Dann muss ich die Geisterbox wohl wieder runterholen. Denke ich mal. Die Tür habe ich nicht zugemacht. Und den Schalter auch nicht aus. Also entweder habe ich zu viel Licht angemacht und habe dadurch das Stromnetz überlastet. Oder das ist schon mal kein Gin. Das ist eine der wenigen Informationen, die ich so quasi
so quasi habe, ne? Achso, wie wär's, wenn ich die Kamera auch mal aufstelle? Hm? Weil ich weiß zufälligerweise, dass der Djinn Strom nicht ausschaltet. Oh, hier ist eindeutig. Hier sind eindeutig Dots. Ja, Geisterops wollte ich sagen. Geisterorbs. Na, und Gefriertemperaturen. Das schränkt schon mal ziemlich dolle ein. Kannst du noch ein EMF geben? Nein, brauche ich gar nicht versuchen. Fingerabdrücke könnte sein. Geisterbuch könnte sein. Geisterbox könnte sein. Dots könnte sein. Dann holen wir doch mal. Erstens das Geisterbuch, die Spiritbox. Und zweitens schalten wir den Strom wieder ein. Also, schreckliche Beleuchtung hier. Ah, immer, ne? Ah! Dots. Ja. Oh. Okay. Brauchen wir das nicht mehr machen. Uns wurden die Beweise hier relativ dolle auf dem Silbertablett serviert. Hat aber einiges an Sanity gekostet. Bringe den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Gut. Das kriegen wir womöglich hin, einfach indem wir eine aufstellen. Und mit dem EMF-Gerät nach übernatürlichen Sachen suchen können wir wahrscheinlich auch noch. Wenn ich es wiederfinde. Ich habe es, glaube ich, nicht dabei. Habe ich es oben liegen lassen? Temperatur habe ich, glaube ich, liegen lassen. Also Thermometer. Da. Gib uns ein Zeichen. Ein Fotoapparat nehme ich am besten auch noch mit. Wie wär's damit? Ja, die Kerze ist schon ausgeblasen. Hi, Himium. Willkommen bei einer einzelnen Runde Phasmo. Das füge ich. Füge ich immer mal ein. Interaktion. Mal zwischendurch mal, wenn ich mal wieder für den Abend Lust drauf habe. Was war das eben? Ich finde es natürlich so auf die Schnelle nicht. Also wir haben den Geist ja schon identifiziert. Finden wir hier noch was?
Also ich weiß dummerweise nicht, wo, das ist wahrscheinlich ein gutes Versteck. Ich weiß dummerweise nicht, wo die verfluchten Objekte hier in der Karte sind. Das weiß ich fast von keiner Karte. Ich mache mich jetzt auch nicht großartig auf die Suche danach, ehrlich gesagt. Okay. Wir verschwinden. Wir haben die beiden Sachen. Okay. Es ist ein Yurei. Genau. Zum Glück kann man das ziemlich festmachen, wenn man die Beweise wirklich zusammenträgt, ne? Nächste Karte. Was war das eben? Das war das Farmhaus hier, ne? Ridgeview waren wir, glaube ich, noch nicht. Also heute. Die Highschool machen wir nochmal. Dann auf jeden Fall. Das Farmhaus hier auch. Und zumindest das Restricted Sunny Meadows. Das ist dann quasi eine kleinere Version. Und das Gefängnis eigentlich auch. Ja, ein bisschen haben wir hier noch. Würde ich sagen. So. Okay, in den Keller geht's für den Strom. Rus Cordero. In a hurry, ja. Okay, eine Ebene nach unten, da kann man den Strom einschalten. Ja, gut. Schau mal. Aber da müssen wir natürlich gucken, was wir als nächstes als Horrorspiel spielen. Bist du hier? Bist du nah? Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Ich habe da was gehört und wir haben hier echt niedrige Temperaturen. Bist du hier? Wo bist du? Bist du nah? Wie alt bist du? 9, 8. Okay. Ja, so dolle tief ist das nicht, aber hier. Na, den Kumpel hat er bewegt. Er ist sogar noch da. Oh. Und wir können es auch bestätigen mit dem Spiegel. Machen wir auch gleich. Würde ich sagen. Sanity ist noch gut. So. Ich glaube zumindest, dass das der verfluchte Spiegel ist. So ganz sicher bin ich nicht. Jupp, das ist er. Doch woanders.
Warte. Warte. Keine Ahnung, ich habe es erstmal kurz da abgelegt. Nehmen wir mal eine Sanity-Pille mit. Das hat nämlich richtig schon gekostet hier. Eine nehmen wir mit direkt. Neben den Spiegel. Ach, ich habe. Das ist ein Flur. Ist auf jeden Fall kein. Nicht der Keller da unten. Der Ball, ja. Dumm. Der ist von oben runtergekommen, oder? Ja, guck hier. Der ist hier, der Kumpel. Der ist hier. Also. Ne? Dann holen wir doch mal. Hier ist auch noch so ein Ball. Holen wir mal das und das. Ich kann nicht beide aufnehmen. Ha. Gut. Dann versuchen wir es mal hiermit. Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Bist du hier? Bist du nah? Wie alt bist du? Bist du hier? Ich kenne nicht so viele Fragen, ehrlich gesagt. Okay. Thermometer. Und Kamera, um zu gucken nach Dots, nicht nach Dots, nach Geisterorbs. Aha. Mal gucken, wo ich bin hier. Ich sehe hier nichts. Wenn das denn stimmt. Ne? Was war's? Aha. Oh, gerade habe ich hier einen Geisterorb gesehen. Ich habe gerade einen gesehen. Okay. Wir sind hier also richtig. Ortsmäßig sind wir hier richtig. Relativ aktiv, der Kumpel. Schade, dass ich kein Dingens dabei hatte. Kein Infrarot. Oder UV, nicht Infrarot. Hi Camrix, guten Abend. Okay, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ne, warte, nicht ganz. Stattdessen das. Kann ich einfach hinschmeißen, dann liegt es da. Na, ich hoffe, es geht dir gut.
Das kann ich hier nämlich einfach hinwerfen. Dann sieht man, was da Sache ist, ne? Nochmal zur Sicherheit. Bist du hier? Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Wie alt bist du? Was war das eben? Ich muss mal Thermometer auch holen. Okay, er ist hier. Ne? Er ist hier. Ach, und das hier auch, ne? Der ist echt super aktiv hier. Sehe aber keine Fingerabdrücke bisher. Bisher keine. Warte. Okay, pass auf. Eine kurze Auszeit im Wagen, ne? Um durch die Kamera in Sicherheit zu sein. Mama hier quasi kurz Observation Duty, ne? Gucken wir mal, ob wir da irgendwas erspähen. Zum Beispiel ein Lauf durch den DOTS-Projektor. Also, es gab hier auf jeden Fall einen Geisterorb. Das habe ich gesehen. Keine Geisterbox. Gefriertemperaturen habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe auch nicht so ganz genau drauf geachtet. Ich kann es nicht wirklich eindeutig ausschließen. Das Buch ist unangetastet und noch kein DOTS-Projektor hat angeschlagen. Es können quasi noch alle Sachen hier jetzt können noch stattfinden hier. Ja. Noch passiert hier nichts. Wie sieht es sanity-mäßig aus? Noch ganz gut. Okay. Okay, also was nehmen wir mit? Ich würde sagen, ein Kreuz, das legen wir dahin. Und ansonsten müssen wir eigentlich hin und uns umgucken. Ne? Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, ne? Alter, das Ding kann ich eigentlich auch mal mitnehmen. Kann ich es mitnehmen? Kann ich gerade nicht. Entweder oder. Und ich gehöre nicht zu den Profis, die ohne Taschenlampe auskommen. Oh, der Kumpel hat ins Buch geschrieben. Wie schön. Wie schön für uns. Der Kumpel hat ins Buch geschrieben. Bleiben also nur zwei. Gefriertemperaturen haben wir hier nicht, oder? Wenn ich mich hier umgucke. Haben wir nicht. Dann kann es nur ein C sein.
Fingerabdrücke können also nicht sein. EMF kann nicht sein. Dots könnte sein. Wenn das stimmt. Wenn das denn stimmt. Ich hole noch mal das Thermometer. Was ich glaube ich hier unten abgelegt habe. Ja. Es müsste also recht kühl da sein, aber nicht unter Null. Wenn das denn stimmt. Wenn das denn stimmt. 16. Oh, 19. Gut. Also, ich würde mal sagen, der Geist ist hier. Würde ich behaupten. Ne? So dolle kühl ist es hier nicht. Aber es ist aber auch, wie gesagt, speziell nicht gefrierkalt. Ne? Also kann es eigentlich nur zäh sein. Und wir machen jetzt einen Verschwindibus. Es sei denn, ich habe mich dolle geirrt. Es war ein Save, wie schön. Okay. So. Waren wir hier schon in Ridgeview? Bin ich so sicher, ehrlich gesagt. Wir gehen da jetzt hin. Ich glaube, wir waren da schon. Dann gehen wir nochmal hin, ist mir egal. Bewegungssensor, Kerze ausblasen. Aha. Wir haben noch kein einziges Mal jetzt eine Antwort auf der Spiritbox gehabt. Außerdem ist nebelig. Okay. Warte. Schnell nochmal gucken, wo denn der Schalter ist. Der Stromschalter. Okay, eine Ebene unten. Wir waren hier schon. Okay, wir machen es trotzdem. Als nächstes würde ich sagen, machen wir was Größeres. Highschool oder so. Genau, wir waren genau, wir waren hier schon. Wann wohl? Keine Ahnung. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Es liegt daran, dass ich die Orte nicht weiß. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Okay, 15. Also kein verfluchter Spiegel diesmal. Bist du hier? Er ist hier. Bist du nah? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich würde ja mal sagen, hier. Okay. Würde ich vermuten. Würde ich einfach mal vermuten. Ach, der Nebel. Jo,
Dots, eindeutig. Würde ich mal behaupten. So, ne? Obwohl. Ja, aktiv der Kumpel hier. Kennt ihr noch den Film Poltergeist? Der war damals voll der Bringer, als ich jung war. Der war auch echt gruselig, als ich jung war. Poltergeist, ja. Okay, da ist erstmal schon mal nicht so viel zu sehen. Ich fand den damals echt gruselig. Ehrlich gesagt. Natürlich jetzt schon zu. Was war das? Was war das? Es war auf jeden Fall irgendwas hier. Das Ding hier. Gerade so. Also, da gab es nur so eine Szene, die war eigentlich überhaupt nicht unglaublich fies, aber die fand ich echt gruselig. So, na, das spielt ja quasi so ein Haus, eine normale Familie, Vater, Mutter und ein Kind, glaube ich, und Hund womöglich noch. Und naja, Haus verflucht, Poltergeist drin und so weiter. Und war eine Szene in der Küche, die Mutter mit einem Kind in der Küche. Kind sitzt irgendwie am Tisch oder steht da irgendwie. Mutter dreht sich um, dreht sich kurz danach zurück und alle Stühle stehen irgendwie kunstvoll aufgestellt auf dem Tisch. Also so schnell, dass das niemand hätte machen können. Da hat sich was bewegt, ich habe es gesehen, aber schau mal, das Buch hier runtergeworfen worden. Okay, mal gucken. Das fand ich gruselig, ne? Obwohl es gar nicht spektakulär war. Kein bisschen, so. Wir stellen da mal eine Kerze auf, würde ich sagen. Ja. EMF5. Ja, das war EMF5. Was war das denn jetzt schon wieder? Hier ist ja Action ohne Ende. Was ist hier los? Ohne Ende. Ein Fotoapparat holen. Und eventuell eine schnucklige Tablette nehmen. Die Kerze ist ausgeblasen worden. Ja. Bewegungssensor kreieren kann ich auch noch machen, denke ich. Gibt auch noch mal extra Punkte. Sag mal, war da eben eine Bewegung in den Dots? Habe ich das gerade so aus dem Augenwinkel gesehen? Gerade so eben. Geben wir mal einen Moment. Ich glaube, gerade so aus dem Augenwinkel habe ich gesehen. So beim Wegdrehen. Dass eine Bewegung war. Gerade so. Eben. Das Blöde ist, dass man beim Buch
Beim DOTS, beim EMF. Naja, halt teilweise ganz schön lange warten muss, bis sie sich zeigt. Und wenn man es dann sieht, dann ist natürlich ein Beweis dafür, dass es stimmt. Aber wenn man es nicht sieht, dann kann man sozusagen nur durch lange Gucken nur die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es nicht ein passender Beweis ist. Naja, außer zum Beispiel beim Buch. Wenn es durch die Gegend geworfen wird, bevor drin geschrieben wird, dann weiß man, dass es nicht kein Schreibgeist ist. Da, diesmal habe ich es deutlich gesehen. DOTS-Projektor. EMF5. Und Geisterorb. War es ja auch noch. Oder? Auch noch Geisterorb? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, da war auch Geisterorb. Ich glaube, das habe ich falsch in Erinnerung. Bin nicht so sicher. Ah, jetzt war es ganz eindeutig. Also Fingerabdrücke könnten sein. Geisterbuch kann nicht sein. Brauche ich nicht gucken. Gefriertemperaturen und Geisterbox brauche ich auch nicht gucken. Wenn das stimmt, geht Geisterbox nicht. Und Geisterbuch auch nicht. Also, ich bin nicht völlig sicher, dass ich mir das richtig gemerkt habe mit Geisterorb. Auch nochmal ein Bewegungssensor. Aber wir gucken nochmal ganz kurz, ob ich mir das ordentlich gemerkt habe. Ich habe es schon wieder gesehen gerade. Hat der gerade... Da, diesmal sehe ich es aber wirklich deutlich. Und das hier, da, genau in der Mitte von dem Bild. Okay. Hat der Geist etwa gerade den Strom abgeschaltet? Hat er wohl. Hat er wohl. Und da war ich das? Das war der Geist. Ja. Ja. Also, Geisterorb. Es ist ein Raiju. Jetzt können wir noch mal, könnten wir gucken nach Knochen und nach verfluchten Objekt, aber es wäre mir zu aufwendig. Außerdem möchte ich gerne noch mal eine andere Karte machen. Wir lassen natürlich alles einfach zurück. Ne? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Das war ein Raichu, es stimmt. Also heute hatten wir noch keine falsche Geisterzuordnung. So, jetzt machen wir mal etwas, was wir eindeutig noch nicht hatten. Wir machen, gehen mal in die Highschool. Das sind viele Räume. Große, viele Räume. Also großes Gelände. Das kann deutlich schief gehen. Na, mal sehen. Na, mal sehen. Ne? Will ich noch irgendwas mehr mitnehmen? Warum eigentlich vier Feuerzeuge? Wozu soll das gut sein? Warte, ein Feuerzeug nehmen wir mit. Ne? Ehrlich gesagt komme ich mit diesen. Also mit diesem Menü komme ich irgendwie völlig schlecht zurecht. Mit diesem Menü hier. Ne? Mit dieser Auswahl, wie viel man mitnimmt. Komme ich überhaupt nicht gut mit klar. Gut, Sanity-Pillen haben wir vor allem. Das ist schon mal gut. Und so ein Ding hier können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Ne? So. Haben wir? Stativ, ja. Gut.
Gut. Weißt du was? Wir können noch mal ein das Paar. Ich wollte gerade sagen, einen weiteren Schallsensor. Nee, das Parabolmikrofon muss reichen. Weil bei so großen Karten ist das Parabolmikrofon schon ziemlich gut zum Aufspüren des Geisterraums. Ja, starke Taschenlampe. Und von mir aus EMF. Reinkommen, rechts lang. Unter der Treppe ist der Schalter. Okay. Ist ganz schön finster. Schon was gesehen der Richtung hier. Dass die 3 war, glaube ich, in der Richtung ist. Sind Geräusche. Ist die Frage in der oder in der? Oder über mir. Ich würde ja mal sagen, wir haben den Raum gefunden. So, Kante, ich muss ins Bett morgen früh raus und in die Kirche. Okay. In die Kirche, alles klar. Ja, dann schlaf gut und lass dich nicht ärgern. Ne? Könnte sein, dass das der Raum ist. Immerhin haben wir hier. Immerhin haben wir hier. Warte. Was gehört? Oder hier? Also in einem dieser beiden Räume. Kann auch. Kann auch der hier sein. Lass mal mein Zeug hier vorliegen. Es ist wahr. Ein Patenkind wird kompostiert oder so. Ah, okay. Ja, dann viel Erfolg. Ne? Also, wir haben in einem der beiden Räume wird der Geist sein. Ein bisschen Glück gehabt durch das schnelle Finden, ne? Also Buch und Kamera, ne? Würde ich sagen. Erstmal.
Also, oder der ist im Gang. Hier nichts zu sehen. Orbmäßig. Hier nichts zu sehen, orbmäßig. Aber es ist der richtige Raum, siehe. Dingens hier, ne? Ah! Du Schwein. So. Ich glaube, ich brauche eine Sanity-Pille. Würde ich mal sagen. Wie schnell der immer außer Atem ist. Was sage ich in so einem Falle? Sogar ich in Real würde nicht so schnell außer Atem ge gelangen. 3, 4, 5, 6. Nach 7 Schritten. Feuchter. Also, wir haben auf jeden Fall schon Gefriertemperaturen. Vielleicht schon, wenn du es mit Geistern zu tun hättest. Kann er mächtig die Pumpe gehen? Ja. Ja. High Metal. Ja, vielleicht, wer weiß. Naja. Ich glaube ja nicht an Geister. Aber trotzdem bin ich natürlich auch nicht immun gegen solche nächtlichen, unheimlichen Umgebungen. Allein schon, weil, naja, weil einem die alten Instinkte einem natürlich auch verraten, es ist dunkel, es ist nah, also es ist abseits, es ist dunkel, womöglich sind hier Gefahren, ne? Also reale Gefahren, ne? Weiß noch, als ich damals Blair Witch rausgekommen bin, als damals Blair Witch rausgekommen ist, der Film, meinst du? Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Ich glaube, es ist der andere Raum. Ziemlich sicher sogar, weil es da Ohren hat. Bist du hier? Bist du nah? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Also ich würde sagen, leg das mal hier hin. Na. Ah, gucke mal, der hat das Buch durch die Gegend geworfen. Das lag hier vorher. Wo auch immer es jetzt ist. Jetzt müsst ihr euch aber natürlich mal gucken. Da ist das Buch. Er hat es durch die Gegend geworfen und nicht reingeschrieben. Das heißt, er ist kein schreibender Geist. Kann man ausschließen. Ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich ein ziemlich dolle logisch denkender Mensch. Teilweise so weit, dass ich bei einigen Leuten anecke mit irgendwelchen Ansichten. Aber immun gegen, wie gesagt, unheimliche Gegenden und Situationen bin ich natürlich auch nicht. Kann man das ordentlich sehen? Sind ja viele Kameras hier in der Schule, ne? Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 16. Da. Da! Mensch. Dotzprojektor.
Fingerabdrücke können nicht sein. Geisterbuch ist es auch nicht, haben wir gemerkt. Geisterorb könnte sein. Geisterbox kann nicht sein. EMF oder Geisterorb? Das heißt, da wir hier keine Geisterorbs sehen, können wir die wohl ausklammern oder ausschließen. Na komisch, ne? Wie sehr ein Film quasi in Angst versetzen kann oder halt auch andere Gefühle auslösen kann, wie zum Beispiel Nachdenklichkeit oder Traurigkeit oder Fröhlichkeit oder sonst irgendwas. Ne? Also vor allem, wenn man ein bisschen jünger und sagen wir mal, beeinflussbarer ist, kann das natürlich auch ziemlich dolle passieren. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, als wir noch quasi in der US waren, Orientierungsstufe für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist, die fünfte, sechste Klasse, hat er wohl die Rocky Horror Picture Show im Fernsehen gesehen und die hat ihn so mitgenommen, also er hat ihn so aufgewühlt, dieses, ich sag mal, Fernsehmusical, will ich es fast mal nennen, dass er am nächsten Tag nicht zur Schule gehen konnte. Und es gibt auch Filme, die mir Angst gemacht haben. Teilweise ganz kurze Filme sogar. Also, kein Geisterorb. Dann würde ich jetzt mal vermuten, dass das ein Oni ist. Also ich mache mich in dieser Riesenschule jetzt nicht auf die Suche nach irgendwelchen Knochen oder sonst irgendwie irgendwelchen Dingen. Das mit einem Räucherstäbchen können wir noch machen und eventuell ein Geräusch aufzeichnen. Wie sieht es sanity-mäßig aus? Komm, wir sind großzügig, wir haben es ja. Ne? Also, kein Dotz. Okay. Räucherstäbchen, ja. Es gibt einen Kurzfilm auf YouTube, kenne ich ihn nur, woanders gab es den bestimmt auch. Der ist gruselig. Also da passiert nichts Blutiges oder so, das ist kein Splatter und nichts. Der ist einfach psychologisch gruselig, wenn man das so nennen kann. Und der ist auch noch relativ neu. Das ist nur ein paar Minuten lang, heißt Lights Out. Würde ich nicht empfehlen, den zu gucken. Es sei denn, ihr habt starke Nerv. Also, es sei denn, es sag mal, trifft euch nicht. Ne? Es sei denn, es ist für euch egal. Ne? Und habt da nicht irgendwie kein Nervenflattern bei. Ja, Parabolmikrofon. Können wir nochmal machen. Ja. Ein paar Momente. Dieses Tsch kommt von dem. Oder die 5, die permanente 5 in der Lautstärke kommt wohl von dem. Von der Spiritbox. Die können wir mal ausschalten. Na. Gilt das schon? Nein. Das gilt noch nicht. Ich würde sagen, das gilt. Bis dann.
So, das mit dem Sanity-Wert unter 25, das versuchen wir mal. Das versuchen wir einfach mal nicht. Ja, dann ist schon längst Jagdzeit, ne? So. Zeit, wenn nichts. Wenn ich mich nicht völlig geirrt habe, wird das wohl ein Uni sein. Es war Welcome ein back. There's Uni. some jobs ready for you. Schön. Schön, schön, schön. So. So, ich würde mal sagen, zwei Karten machen wir noch. Einmal. Wo ist der Unterschied hier? Maple Lodge Campsite. Camp Woodwind. Das ist quasi das Ganze in klein, oder? Also zwei oder drei. Machen wir Camp Woodwind. So. Ja, passt, glaube ich. Bereit. Ich glaube, das ist quasi Campseite in oder Camport in klein. Ne? Ja, also relativ klein. Also quasi einfach nur ums Lagerfeuer rum, da ist der Generator, ja. Sanity-Wert unter 25, Jagd. Alle drei Sachen will ich nicht machen. Ich will nicht gejagt werden, ehrlich gesagt. Jennifer Lewis, so. Außerdem ist hier, Nebel. Und Nacht. Ja, Nacht sowieso, aber Nebel. Okay. Wir gucken mal. Also Temperatur würde ich fast vermuten, ist hier halbwegs egal. Oder so, wir nehmen mal das Ding mit. Die Lampe trotzdem. Und die Spirit Box. Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Bist du hier? Bist du nah? Oh, hallo. Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Bist du nah? Ich habe noch nicht eine einzige Antwort gekriegt. Wo bist du? Bist du hier? Was war das? Ich habe ein Geräusch gehört. Bist du hier? Wo bist du? Kannst aber nicht, konnte nicht genau zuordnen. Bist du hier? Wie alt bist du? Okay. Das war ich selber gerade, oder? Ich habe den Ball hier. Ja, ich habe den hier angeschubst. Nun. Eventuell lieber mit anderen Gerätschaften. Bist du hier? Wo bist du?
ich doch nicht eben gerade, oder? War das hinter dem Zelt? Geht das überhaupt? Bist du hier? Wo bist du? Das Ding ist ganz schön laut. Aha. Bist du hier? Aha. Wir haben endlich mal eine Antwort. Und gleichzeitig auch den Beweis, dass die Spracherkennung funktioniert. Ne? Okay. Geisterbox. Na, echt relativ selten. Ne? Okay. Also. Na, was habe ich noch in der Hand? Nichts weiter. Okay. Wo war das jetzt? Habe ich wieder vergessen. Hier. In dem Zelt, ja. Also ich sehe keine Dots. Ich sag mal Dots, ich meine natürlich Orbs. Na? Nochmal. Wie alt bist du? Okay. Eindeutig hier. Na? Jetzt eine schöne Tablette. Und Orbs? Nee, oder? Keine Orbs. Und wohl auch keine Gefriertemperaturen, würde ich sagen. Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Zack und zack. Obwohl Gefriertemperaturen, In einem öffentlichen, an einem quasi einen offenen Ort. Ich weiß nicht genau, wie das da läuft, ehrlich gesagt. Grad, 5, naja gut, okay. 8. Also keine Gefriertemperaturen. Es ist ein schreibender Geist. Mhm. Ein Autor. Okay, keine Gefriertemperaturen, aber Geisterbuch. EMF? Könnte sein. Fingerabdrücke? Könnten sein. Dots? Könnte sein. Orb? Könnte sein. Ich habe aber keinen Orb gesehen. Geben wir ihm mal einen Moment zum Thema Dots. Das Buch müsste ich noch fotografieren.
Ja. Ja. Warte. Das muss ich eigentlich auch mitnehmen. Den Knochen auch, den hatten wir hier irgendwo. Warte. Das Ding lasse ich mal hier liegen. Weil woanders ergibt es gerade keinen Sinn. War das hier? Fingerabdrücke. Ha, wie schön. Danke. Nun, Poltergeist. Das war's schon, ne? Ja. Knochen haben wir auch, Fotos, ein Geisterbuch. Okay. Kurze Runde. Eine kurze Runde. Gut. Ein Poltergeist. So, pass auf. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal Prison. Größere Karte. Und dann vielleicht noch eine. Und dann ist gut. Bisschen knackiger und kürzer heute. Weil ich das hier auch quasi nur so einschiebe. Weil ich einfach mal wieder Bock drauf hatte. Und dann fürs nächste Mal müssen wir uns was Neues raussuchen. Okay. Reingehen, links, links, also die ganze Zeit nur links. Da ist dann der Eingang, der Schalter. Wir haben noch eine zweite Ebene. Ja, das ist schon richtig. Aber wir gucken erstmal. Bewegungssensor, ein Foto vom Geist. Okay. Mal sehen. Mal sehen. Wir nehmen mit die Lampe, die Spiritbox und das Thermometer. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Das Thermometer lasse ich noch hier. Man kann es ja inzwischen wieder quasi an eine Wand packen, anstatt einfach nur auf den Boden schmeißen. Und nehmen dieses Parabolmikrofon mit. Wegen große Karte, ne? Damit ich es wenigstens ein bisschen einordnen kann, in welcher Nähe ich suchen muss. Hier liegen doch normalerweise auch irgendwelche verfluchten Gegenstände, oder? Naja. Erstmal Strom anmachen. Dann rausfinden, in welche Richtung wir überhaupt müssen.
Da war eben eine 1,6, aber es kann sein, dass es noch von dem Lichtschalter war. Okay, pass auf. Erstmal auf der Ebene ein bisschen. Da war was. Haben wir etwa wieder Glück, so örtlich gesehen. Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Bist du hier? Aha, warte. Eine Dusche hier. Oder Wasser. Bist du hier? Bist du nah? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Nächste Sa noch einen Raum weiter, würde ich sagen. Ist das über mir? Bist du hier? Wo war denn das jetzt? Das sieht's aus. Bist du hier? Wo bist du? Ich bin zu weit weg, glaube ich. Noch mehr in die Richtung da. Ist ganz schön laut dafür, dass es so weit weg ist. Bist du hier? Bist du nah? Wo bist du? Bist du hier? Aha. Das ist er, der Raum. Es ist auf jeden Fall ein Geisterbox. Bestimmt schon Zeit für Pillen, oder? Mal sehen. Geht noch eigentlich. Okay, pass auf. Was nehmen wir mit? Geisterbuch. Und das Ding hier können wir schon mal ablegen. Ablegen und zurückgehen. Kann der Kumpel ins Buch schreiben oder es sein lassen? Können wir nur hoffen, dass er so schnell nicht den Dingens wechselt. Den, den Raum. Jetzt wollte ich gerade noch ein bisschen weiter in die Ecke eigentlich. Okay.
müssen dann zwischendurch nochmal bestätigen, dass es der Raum ist. Nicht, dass der Geist den Raum wechselt. Kann wie gesagt passieren. Hat man bisher noch Glück mit. Eins. Ach so, warte. Kamera 13 ist wohl meine, würde ich denken, was? Richtig. Also, ich würde mal sagen, keine Geister-Orbs. Hi Krümel, guten Abend. Keine Geister-Orbs, würde ich sagen. Aber Box. Töten einen die Geister nicht ab und zu? Ja. Die können auf Jagd gehen. Wenn deine Sanity, also quasi dein geistiger Zustand, einen gewissen Wert unterschreitet, normalerweise 50% bei den meisten Geistern, dann können die einen jagen. Und wenn man nicht entkommt, dann töten die einen. Manche Geister können auch schon bei mehr Sanity, bei 60 oder 70% oder so anfangen zu jagen. Und wenn man dann nicht entkommt, dann passiert das. Deshalb ist es auch nicht ganz ungruselig, dahin zu gehen. Ne? Das nehmen wir mit. Ja, und Bewegungssensor können wir auch noch mitnehmen. Also wir haben den Raum wohl gefunden, in dem der Geist ist. Es ist so, das erzähle ich halt immer wieder mal, die ganz coolen Leute, die wirklich, na sagen wir mal, das hier so, die auf hohem Niveau spielen, die nutzen die Jagd, also wenn der Geist einen jagt, aber auch für Informationen sammeln, weil man da auch sehr viele Informationen kriegen kann. Denn wie schnell der Geist ist und ob er schneller wird, wenn er einen sieht und ob er einen bemerkt, wenn man weit weg ist und irgendwie Geräusche macht und so, all solche Informationen. Die ganzen Informationen sind relevant für diese Leute, ne? Das ist der richtige Raum auf jeden Fall. Der Typ hat ins Buch geschrieben. Und der Dots-Projektor hat auch zugeschlagen. Es geht hier. Ich habe es gerade gesehen. Alles klar. Wir haben es rausgefunden. Also heute ist, sagen wir mal, haben wir sowohl ortsmäßig, was das Finden des Geistes angeht und auch was die Beweissammlung angeht, relativ viel Glück. Der hätte auch sich echt in einem ganz anderen Ort hier in dem Gebäude verstecken können und der ist echt der ist aktiv, der Geist hier. Ne? Habe letzte Runden auch gesehen. Ah, ist schon rumgelurkt. Ja, stehe. Na, Überblick. Bewegungssensor. Achso, ich wollte noch einen Bewegungssensor anbringen, ich Schlaubi. Warte, jetzt mache ich auch noch, damit ich wenigstens eine Nebenaufgabe noch kriege. Wow. Ne? Dann gibt es ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Habe ich vergessen anzubringen. Aber wie gesagt, also wenn ich das spiele, ich versuche eine Jagd eigentlich immer zu verhindern. Weil normalerweise bin ich tot, wenn der Geist anfängt zu jagen, denn ich bin überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ich weiß zwar theoretisch, was man da tun soll, nämlich Sichtlinie zum Geist unterbrechen, elektronische Geräte wie zum Beispiel auch die Taschenlampe ausmachen und sich verstecken irgendwo.
Ne? Oh, siehst du, schon angegangen. Das ist eigentlich das, was man machen soll. Und dabei hilft sehr dolle, dabei hilft sehr dolle, helfen Räucherstäbchen. Weil, wenn der Geist auf einen zukommt und quasi einen mehr oder minder erreicht hat, wenn er ein Räucherstäbchen zündet, dann ist der Geist verwirrt. Das ist so ein bisschen wie eine Rauchbombe für den Geist. Der nimmt einen für 6 oder 12 Sekunden nicht wahr. In der Zeit kann man dann abhauen und sich verstecken. Theoretisch. Ich glaube, einmal ist es mir gelungen. Ein einziges Mal. Ja. Für die Konsole? Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Na, also hier haben wir hingekriegt. Ein Foto vom Geist. Na, das versuche ich nicht. Und vor allem entkommen versuche ich auch nicht so. Er hat eindeutig ins Buch geschrieben. Er hat eindeutig auf die Box gesprochen. Und er hat eindeutig, habe ich ihn im Projektor gesehen. Also, es ist ein Diogen. Wenn ich mich nicht völlig irre. Es stimmt. Yay. Level 172 ist ziemlich lächerlich. Also, das ist, man denkt, oh, wenn man es vergleicht mit den Level-Typen in anderen oder Level-Nummern in anderen Spielen, denkt, oh, 172 voll hoch, es ist überhaupt nicht hoch. Wer es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen intensiver gespielt hat, der kommt ohne weiteres in die Tausender. Ne? So, komm, eine Karte machen wir noch. Ich glaube, wir haben Grafton noch nicht, oder? Bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz sicher. Egal, zack. Ich kann theoretisch alle drei Nebenaufgaben machen. Okay, wenn man reinkommt, links lang. Hinten in der Ecke ist der Hauptschalter. Okay, zack. Und zack, quasi die Standardausrüstung für kleine Orte hier. Ne? Okay. Ich glaube, wir waren hier doch schon. Ah, letztendlich ist es egal. Es ist jedes Mal interessant. Bist du hier? Danke fürs Rausfinden des Raumes. Ja, okay. Okay. Ja. Heute, also wie gesagt, heute haben wir Glück. Heute ist der Zufall auf unserer Seite. Na? Wir haben schon mal einen Beweis, Geisterbox. Auf Gefriertemperaturen habe ich es noch nicht so genau geachtet. Mal sehen. Eigentlich ist das hier mit dem Ständer von dem Dingen hier gar nicht unbedingt so super. Also das Stativ meine ich, ne? Ist nicht unbedingt super. Nicht zwangsläufig. Warte. Während ich hier Dinge vorbereite. Wie alt bist du? Ja.
Okay, es ist der Raum. Es ist der richtige Raum. Also kein Zweifel, ne? Er ist jung. Keine Orbs, würde ich sagen. Dann packen wir doch mal Kumpel Dots dazu, ne? Gib uns ein Zeichen. Damit die Türen ganz zu sind. Damit man es erkennt, wenn die Türen auf und zu machen. Gib uns ein Zeichen. Okay. Gib uns kein Zeichen. Keine Orbs, ne? Kann man, glaube ich, wirklich sagen. War. Er hat uns ein Zeichen gegeben, würde ich sagen, ne? Oder sie, keine Ahnung. Ah! EMF4. Wobei, hier ist aber nicht 4 ungleich 5. Jetzt habe ich leider kein Fotoapparat dabei, weil ich schlau bin. Hier. Kein Fotoapparat und kein UV-Dingen. Bin gespannt, kommen ja Updates von den. Von den Geräten, ne? Also von den ganzen Ausrüstungsgegenständen. Ach so, und ich habe nicht genau geguckt, ob da Gefriertemperaturen sind. Ich glaube aber nicht. Können wir mal ein bisschen. Ah, also so ein ganz besonders helles, klares, strahlendes Licht. Das ist aber bei Dingen ist es ein bisschen anders, bei Conrad Stevenson, ne? Oder Normal PI. Da hast du wirklich ordentlich beleuchtete Räume. Also nicht überall vielleicht, aber generell gesehen. Hat nicht ins Buch geschrieben. Gib uns ein Zeichen. Sei ein Zeichengeber. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich.
Gib uns ein Zeichen. Vielleicht sollte ich mal checken, ob der wirklich noch hier ist. Mit der Spirit Box. Mal was ausprobieren. Bist du hier? Bist du nah? I'm here. Aha. Interaktion. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, okay. Warte, kurz was probieren. Bist du hier? Okay, man muss das Ding nicht in der Hand haben, damit es funktioniert. Okay, Fingerabdrücke haben wir. Wo ist denn das Dingengerät hier, das EMF? Das ist natürlich jetzt schon viel zu lange her. Wir haben Fingerabdrücke. Und wir haben keine Gefriertemperaturen, würde ich mal sagen. Muss man so nach unten gucken. Also ich gucke dann halt immer nach unten. Das brauchen wir nicht mehr. Wenn wir keine Gefriertemperaturen haben. Phantom oder Poltergeist? EMF kann es nicht sein. Der ist aber aktiv, genau. Geisterbuch könnte sein. Orb kann nicht sein. Dots könnte sein. Dots oder Geisterbuch? Könnte es jetzt nur noch sein. Ja, jetzt könnte es nur noch Dots oder Geisterbuch sein. Das heißt... Eigentlich kann ich aus dem Haus verschwinden. Weil... Kann ich ja durch die Kamera beobachten. Aber ich glaube, da standen Sachen bei, noch Nebenaufgaben, die ich erfüllen kann. EMF, eine Kerze, Kerze und Bewegungssensor. Bewegungssensor kann ich noch hinbringen. Ne? Das geht aus hier, oder? Nein. Aber wenn ich wechsle, dann geht es natürlich aus. Das ist natürlich Quatsch. Okay, pass auf. Sie ist ja, wenn die Kerze aus ist. Also das sehe ich dann im Buch. Mal ein Bildchen, ja. Das wäre gut. Komm, wir haben es doch. Und ein Bewegungssensor. Hat die Kerze schon ausgepustet? Also, da sieht man es auch gerade noch so auf dem... Hier Kamera. Ist der Rauch noch hochgekräuselt? Ne? Also nächstes Mal, wenn ich das spiele, dann glaube ich, dass ich eventuell mal nicht das Stativ für die Kamera nehme. Weil ich mache es echt ganz gerne so, dass ich die Kamera so aufstelle, dass das Buch, das Geisterbuch, direkt vor der Kamera liegt, sodass ich in der Kamera sehen kann, ob der Geist da reingeschrieben hat. Was er bisher noch nicht getan hat. Ne? So. Also jetzt können wir eigentlich nur auf Buch oder Dots warten. Ne? Ne, weil es können nur noch diese beiden Sachen sein.
Ne, EMF 5, wie gesagt, kann ich nochmal wegnehmen. Eindeutig hatten wir Geisterbox und Fingerabdrücke. Gefriertemperaturen gab es nicht. Habe ich geguckt. Das Buch kann sein, EMF kann nicht sein. Orb kann nicht sein, kann ich auch direkt ausstreichen. Also Dots oder Geisterbuch. Es kann eigentlich nur noch eins von diesen beiden Dingen sein. Und jetzt muss ich darauf warten, dass eins von beiden passiert. Die Nebenaufgaben werden hoffentlich gleich noch erfüllt werden, von wegen. Ah, das war eben der Bewegungssensor. Heißt, der Geist ist tatsächlich immer noch in dem Raum da. Wie schön, wie schön. Ich habe den Dots-Projektor vielleicht nicht optimal aufgestellt. Jetzt traut man sich auch echt da. Nee, nicht da. Das war jetzt kein Dots, also keine Projektion, die durch den Dots gelaufen ist oder so. Das war einfach nur ein Gegenstand, der durch die Gegend geworfen wurde. Ganz schön weit übrigens. Ich habe mal gehört, dass Poltergeister, wieder, dass Poltergeister eigentlich Gegenstände besonders weit werfen. Also neige ich jetzt momentan eher dazu, den Geist für einen Poltergeist zu halten. Wenn da sich jetzt nichts tut, muss ich zwischendurch nochmal reingehen und gucken, ob ich das vielleicht nicht erkannt habe, dass der Geist ins Buch schreibt oder so. Eins von beiden muss jetzt halt mal passieren. Theoretisch kann ich natürlich auch durchs Haus laufen und noch nach einem Knochen Ausschau halten. Und dann gucken, ob der Geist ins Buch geschrieben hat. Irgendwie tut sich da nichts. Ich habe das Gefühl, also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Dots-Projektor häufiger reagiert, wenn. Ah, jetzt, Dankeschön, der Geist schreibt ins Buch. Vielen Dank, Geist. Der tut es. Es ist ein Poltergeist, tatsächlich, wie ich vermutet habe. Wir machen nochmal ein Foto von dem Buch, von dem beschriebenen Buch. Danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Jetzt kann ich nur mal ganz kurz eine Runde drehen und schauen, ob ich noch ein. Ich sehe den Geist nicht. Ich habe nun ein Zwei-Sterne-Foto von dem Geist gemacht. Schön. Schön. Ich habe in der Dunkelheit nicht gesehen. Na. Warum nicht? Von mir aus. Dann war der Geist letztendlich doch recht entgegenkommend. Heute waren sie ganzen Geister recht entgegenkommend. Na, wir machen jetzt, wie gesagt, nochmal eine kleine Runde. Vielleicht finde ich ja den Knochen noch. Und wenn nicht, na dann, die sind wieder ab, hier geht's raus, oder? Ja. Dann düsen wir eben wieder ab.
Was bedeutet ein Knochen? Also eigentlich, das ist einfach quasi ein Beweismittel. Man kriegt extra Geld und extra Erfahrungspunkte dafür, wenn man den Knochen, den Beweis des Todes sozusagen, findet und fotografiert. Und man kann ihn auch mitnehmen. Was auch immer man damit anfangen will. Es ist quasi etwas, einfach nur ein etwas, was einem Geld und Erfahrung bringt. Und es ist so, es gibt wohl einen Geist, ich glaube ein Goryeo, von dem heißt es in der Beschreibung, dass er nur selten sich weit, also dass er nur selten weit von, entfernt von seinem Ort des Todes zu finden ist. Was okay. Was man so interpretieren kann, dass er vielleicht in der Nähe des Knochens ist. Oder ich glaube, es wird eigentlich eher so interpretiert, dass er eigentlich den Raum mehr oder minder nicht wechselt, seinen Lieblingsraum. Ne? Bestimmt eine gute Idee, die Knochen zu entwenden. Ja. Der Geist ist bestimmt erfreut. Wahrscheinlich. Ich denke das schon. Pass auf, kurz nach draußen. Kurz gucken, wie die Sanity ist. Wie gesagt, wir haben ja genug von den Pillen hier. Wir können es ja quasi leisten, hier relativ entspannt durchs Haus zu gehen, denn eine Jagd passiert ja eigentlich erst bei einem deutlich geringeren Sanity-Wert. Zumindest normalerweise. Da ist er, der Knochen. Okay. Ja, das war's hier. Wir verschwinden. Ne, weil so ein Foto vom Knochen bringt halt Geld. Ne? Und es gibt das perfekte Spiel oder die perfekte Runde, die perfekte Karte, die wohl daraus besteht, glaube ich, dass man ein Foto vom Knochen macht, ein Foto von dem verfluchten Objekt. Es gibt in jeder Karte üblicherweise eins, wenn man das nicht groß, wenn man die Einstellung dafür nicht ändert. Ich weiß nicht, ob ein Foto vom Geist dazu gehört, aber ansonsten noch weitere Fotos von irgendwelchen Interaktionen, also Türen, die bewegt wurden oder Fingerabdrücke oder sonst irgendwas. Und dann den Geist rausgefunden und die Nebenaufgaben gemacht. Irgendwie gibt das irgendwie noch einen extra Bonus. So. Ein Poltergeist. Und wie gesagt, ich spiele es hier eigentlich eher auf der gemütlichen Seite, ne? Ein Poltergeist. Genau. Hier Fotos, ne? Spielzusammenfassung. Geisteraktionen. Geisteraktionen sind so Sachen wie Teller geworfen oder naja, irgendwelche Dinge, die der Geist halt tut, ne? Geisterereignisse. Detaillierte Statistiken. Ich bin einen Kilometer gelaufen hier. Im Geisterraum verbrachte Zeit. 6 Minuten. Der Geist hat auch 700 Meter hinter sich gelegt. Er hat 10 Gegenstände bewegt. Türen benutzt 6. Aha. Licht an- und ausgeschaltet. Sicherungskasten hat er nicht geschaltet. Wechsel des Lieblingsraums. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Na, quasi Glück gehabt. Ne? Keine Jagd. Ort des Knochens, Nursery, also quasi das Kinderzimmer. Ne? Okay. Ja gut. Das war's mal, würde ich sagen. Soll reichen für heute. Ne? Ist ja quasi das Phasmophobia, das spielen wir immer mal zwischendurch. Immer, also das oder auch so ähnliche Dinge wie zum Beispiel Conrad Stevensons
Paranormal Investigations, dieses Spiel mit dem ganz kurzen Namen. Ne? Solche Sachen spielen wir immer mal zwischendurch und dann suche ich mir wieder fürs nächste Mal wahrscheinlich ein Horrorspiel raus oder ein Grusel, zumindest gruseliges Spiel irgendwie, was wir längere Zeit spielen können. Ne? Was vielleicht auch eine Story hat, der man folgen kann oder irgendwas. Mal sehen, was ich finde, was mir dazu sagt. Ach so, ja, hier, wenn man die Knochen alle mal gefunden hat, dann werden die hier auch, also jede Art Knochen, die man findet, kann hier ausgestellt werden. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer fehlt oder ob das alles so passig ist. Ja, also ich habe, für mich sieht es aus, als hätte ich jede Art Knochen schon mal gefunden. Ne? So scheint es mir. Ja. Oder wie gesagt, kann sein, dass da oben einer fehlt. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Lücke da. Und hier kann man normalerweise Trophäen drin sein für irgendwelche Dinge, die man geschafft hat. Ich habe hier an zwei Events teilgenommen, also erfolgreich teilgenommen im Sinne von, dass ich die Aufgaben, die Eventaufgaben gemacht habe. Einmal Halloween 2022, also vor im Oktober letzten Jahres. Und hier Weihnachten auch 2022. Das aktuelle Osterzeug und was weiß ich, habe ich alles verpasst. Ist mir aber auch nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt, dass ich da am Ball bleibe, weil da teilweise auch, glaube ich, Sachen sind, die ich nicht machen will oder die mir zu lästig sind. Also. Gut, also, ich würde mal sagen, das reicht für heute. Spiel verlassen. Ne? Ich stoppe mal die Aufnahme.